Karl Lauterbachs Irrimpfad ist endlich vorbei oder vorerst. Bittere Niederlage für Olaf Scholz und die Ampelregierung und ein riesiger Erfolg für alle, die sich gegen die Impfpflicht eingesetzt haben. Wäre es rechtlich überhaupt zulässig, eine Impfpflicht einzuführen? Mehr dazu gibt es in diesem Video. Am Ende des Videos erfahrt ihr meine persönliche Meinung und ob ich geimpft oder ungeimpft bin. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Diplom-Finanzökonom und Autorin mehrerer Steuerratgeber, unter anderem des brandneuen Ratgebers Steuern sparen für Rentner. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, so lohnt sich das auf jeden Fall, denn ich informiere zu aktuellen Themen Steuern und Renten. Fragen und Anregungen schreibt bitte unten in die Kommentare und sichert euch die Gratis-Checkliste speziell für Rentner. Wollen und brauchen wir eine Impfpflicht? Die Impfpflicht ab 18 ist wohl vorerst vom Tisch, soll im September aber erneut geprüft werden. Eine Impfpflicht ab 60 fällt am 7. April 2024 im Bundestag durch. Von 683 möglichen Stimmen gab es nur 296 Abgeordnete, die mit Ja stimmten und 378 stimmten mit Nein. Das sind 55,3%, also eindeutig eine Mehrheit. 9 enthielten sich der Stimme. Die Mogelpackung der CDU/CSU, die den Aufbau eines Impfregisters und eine Impfpflicht auf Raten vorsah, scheiterte noch deutlicher. 492 stimmten dagegen und nur 172 dafür. Zwar ist die Corona-Impfpflicht im Deutschen Bundestag gescheitert, die Gefahr ist jedoch noch nicht vorbei. Karl Lauterbach und weitere Befürworter der Impfpflicht werden es im Herbst erneut versuchen und an ihrem teuflischen Plan festhalten. Auch wenn der Bundeskanzler aktuell keinen neuen Versuch starten möchte. Ja, auf das Wort wissen wir ja, können wir uns nicht verlassen. Heute so und morgen so. Karl Lauterbach hat sich verzockt und das mit Steuergeldern in schwindelerregender Höhe. Er will die Impfpflicht auf jeden Fall. Das ist eine bodenlose Frechheit, Menschen, egal in welchem Alter, einfach zu bevormunden. Menschen, die Jahrzehnte für dieses Land gearbeitet haben, sollten sich plötzlich willkürlich Pflichten unterziehen, nur weil Lauterbach sich verspekuliert hat. Auch wenn Herr Lauterbach Arzt ist, kann man nicht vom Regierungstisch aus über die Körper der Menschen solche Entscheidungen treffen. Am 4. April 2022 gab Lauterbach offiziell zu, dass es keinen Fremdschutz und auch keine Immunität bei der Impfung gibt. Auch Geboosterte unterliegen dem Risiko zu erkranken. Die Impfpflicht soll verhindern, dass es noch mehr schwere Verläufe und Corona-Tote gibt. Also im Umkehrschluss bedeutet das, dass es in Zukunft ohne Impfpflicht mehr Corona-Tote gibt. Dabei gibt es auf den Intensivstationen Geimpfte und Geboosterte mit schweren Verläufen und Ungeimpfte mit leichten Verläufen. Diese Angstszenarien von Lauterbach, die er in den Talkshows platziert hat, helfen uns nicht weiter. Die Impfpflicht ist vorerst zwar vom Tisch und kurioserweise sind nun plötzlich die Datenbanken mit Meldungen der Impfnebenwirkungen für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Die Impfpflicht ab 18 wird er im Herbst versuchen einzuführen, wenn sich die Pandemie zuspitzt. Denn das weiß er ja schon heute. Herr Lauterbach hat also eine Glaskugel. Das ist ja wirklich interessant. Immerhin werden vom Bundeskabinett ja fast 3 Milliarden Euro für Corona-Impfstoff freigegeben. Also damit soll die Beschaffung von Corona-Impfstoff bis zum Jahr 2029 gesichert sein. Die Bundesregierung hat dazu mit 5 Impfstoffproduzenten Verträge geschlossen, allen voran BioNTech. Also korrekt heißen sie Pandemie-Bereitschaftsverträge. Ich kenne viele Menschen, die sich haben impfen und boostern lassen und sind trotzdem teilweise sogar schwer erkrankt. Wie kann man überhaupt über eine Impfpflicht diskutieren, wenn es gar keinen Impfstoff gibt, der wirklich schützt? Das ist auch völlig absurd. Also ist echt komisch.
Geht es ums Impfen, gehört man ab 50 zur Risikogruppe. Aber wenn es um die Rente geht, dann ist man bis 70 Jahre noch topfit. Freie Impfentscheidung für jeden Menschen, egal wie alt, egal wo er arbeitet, das ist meine persönliche Einstellung. Ungeimpfte sind nicht schuld daran, dass sich andere Menschen infizieren. Und verfassungsrechtlich gesehen ist die ganze Impfpflicht ohnehin ein Problem. Ja, das wird immer gerne verschwiegen. Ich kenne auch nicht wenige, die sich nicht impfen ließen und völlig gesund sind. Wie ich dazu stehe, erfahrt ihr am Ende des Videos. Eiskalte, abgebrühte, inkompetente Menschen, die dieses Land regieren, denken nur an ihren eigenen Geldbeutel und wollen aus Gier, ja kann man nicht anders sagen, über die Menschen entscheiden, ihre Macht ausüben. Am Wohl des eigenen Volkes sind sie nicht wirklich interessiert. Lauterbach hat sich verzockt und will nun seine zu viel und zu teuer eingekauften Impfdosen noch vor dem Ablaufdatum unter die Leute bringen. Damit will er nur seinen irrsinnigen Einkauf vertuschen. Er hat aber nicht damit gerechnet, dass er nicht durchkommt. Es ist nicht der Job der Bundesregierung zu entscheiden, welche Medikamente oder Impfungen ich brauche, sondern die meines Arztes, der mich individuell behandelt und auch hierfür die nötige Ausbildung hat. Wie könnt ihr euch wehren? Auf der Seite individuelle Impfentscheidung, also individuelle-impfentscheidung.de, könnt ihr euch ein Formular generieren, ausdrucken, unterschreiben und an den für euch zuständigen Bundestagsabgeordneten per Post schicken. Wie stehe ich zu diesem Thema? Also ich bin kein Impfgegner und ich respektiere jeden, der sich impfen und boostern lässt. Ich aber möchte frei über meinen Körper entscheiden, bin bis jetzt, also bis heute also, ungeimpft und das soll auch so bleiben. Mein Hausarzt hat mich nicht zu einer Impfung überredet. Eine meiner Nichten ist Ärztin und sie ist sogar froh darüber, dass ich mich nicht habe impfen lassen und hat mir von einer Impfung sogar dringend abgeraten, weil sie viele Menschen an den Folgen der Impfungen behandelt. Die gesundheitlichen Schäden sind teilweise unvorstellbar, erzählte sie mir. Letztendlich soll jeder für sich entscheiden, für sich alleine entscheiden. Ich bin über 50 und auch über 60, würde also unter diese Impfpflicht fallen, wenn sie beschlossen worden wäre. Aber ich lasse mich nicht zu einer Impfung zwingen, nur weil sich willkürlich jemand was ausgedacht hat. Als freiheitsliebender Mensch bin ich komplett dagegen, dass die freiheitsfeindliche Regierung dieses Teufelswerk jemals verabschiedet. Also die Einführung der Impfpflicht ist vollkommen willkürlich und unwissenschaftlich und das einfach nur, um das Volk zu demütigen. Das ist meine persönliche Meinung und so sehe ich die Sache. Ich habe dieses Schreiben, was ich eben erwähnt habe, ausgedruckt, unterschrieben und per Post an die für meinen Wahlkreis zuständige Bundestagsabgeordnete geschickt. Das Schreiben blende ich ein. Außerdem bin ich Mitglied im Verein Ungeimpft gesund. Jeder kann weltweit Mitglied in diesem Verein werden und sich auch aktiv beteiligen. Eine Mitgliedschaft ist kostenlos. Allerdings habe ich freiwillig 10 Euro überwiesen, um die Kosten für die Karte zu decken und auch die Arbeit zu würdigen. Der Sitz des Vereins ist in Österreich. Hier ist meine Mitgliedskarte für die, die immer Beweise haben möchten. Ihr könnt ebenfalls Mitglied werden, indem ihr euch auf der Seite ungeimpft-gesund.info registriert. Zum Stand 10. April 2022 haben sich 165.157 Menschen aus 20 Ländern registriert. Auf der Webseite gibt es interessante Statistiken, Erfahrungsberichte und vieles mehr. Corona hat viele Spuren hinterlassen, Existenzen vernichtet, Menschen zu Gehorsam gezwungen und noch einiges mehr. Was mich persönlich berührte, war eine Randbemerkung einer meiner Mandantinnen
von mir, die zwei Söhne hat, also erwachsene Söhne. Als der eine Sohn seinen Bruder besuchen wollte, hat der Bruder doch tatsächlich von ihm einen Test verlangt. Das ist leider kein Einzelfall. Die Regierung hat dieses Fegefeuer geschürt und damit auch Familien gespalten. Ich bin 68, ungeimpft und immer noch gesund. Eine Impfpflicht ist für keine Altersklasse akzeptabel. Jeder soll frei entscheiden können, egal in welchem Alter. Wäre die Impfpflicht beschlossen worden, hätte sich erneut ein gewaltiges Monster der Bürokratie aufgetan. Das Projekt ist erstmal gescheitert und tot, könnte aber durchaus wiederbelebt werden. Leute, seid wachsam!